Wenn du auch gepusht werden willst, komm in meine Gruppe. Ja, Mann. Nein, ehrlich. Also, wenn ihr gepusht werden wollt, schreibt in die Kommentare. Ich gucke euer Kanal an. Dann mache ich vielleicht nochmal ein Push-Video. Ja. Kommt in die Gruppe. Ich habe keine Gruppe. Wir haben hier den lieben Marging Hardys. Ich habe auf seinen Kanal ein bisschen geguckt, weil er hat in meinem letzten Video mal geschrieben, dass ich ihn pushen kann. Und dann habe ich gedacht, ja, warum nicht? Warum kann... Wenn einer mich fragt auf dem Kanal, dann mache ich das doch lieben gern. Gern. Mal gucken, wenn der Magengang Hardys auch schon in YouTube findbar ist. Anscheinend nicht, da muss man wahrscheinlich auf Kanal filtern. Nee, man findet den nicht. Dann müssen wir das ändern. Geht auf den Kanal, dass er so viel Aufmerksamkeit hat, dass er auch auf YouTube irgendwie findbar ist, wenn man den Namen eingibt. Ich habe den Namen jetzt eingegeben und man sieht, es sind nur lächerliche Kanäle, die ich mir gerade nicht angeguckt habe, aber die fanden wir jetzt mal, mochte ich schon nicht. Aber ein Glück hat er auf meinem kleinen Push-Video, den ich vor 3 Tagen gemacht habe, hier hingeschrieben. So sieht er aus, Magong Hardys. Der ist seit 3 Monaten da und hat erst 11 Abonnenten, ich finde es okay. Für so viele Monate. Er macht gerade, wie es aussieht, Skyblock auf Minecraft. Hat jetzt jeder gemacht, aber sein Peace ist Leute, erzählt. Was geht? Willkommen zu einem Video auf meinem Kanal. Ja Leute, heute spiele ich mal eine Runde Skyblock, also Minecraft. Wenn man vom Wasserzeichen des Schneideprogramms sieht, finde ich es nicht so schlimm, wenn man ein Handyspiel aufnimmt und gerade klein ist. Dann hat er gerade sein Equip nicht aufgebaut. Und ja, das ist einfach recht okay. Das hatte ich früher auch gehabt, aber nur für paar Videos, weil das auf Android nur so ist. Aber jetzt habe ich halt ein Tablet und da habe ich ein Schneideprogramm. Ich kann ihn auch empfehlen, Magengang Hardys, wenn du das siehst. InShot ist ein richtig nicer Programm. Den kann man auch richtig einfach irgendwie programmieren, sag ich mal. Also, wenn du das hier hörst, dann kannst du mal auf der App InShot zugreifen. Da muss man das Wasserzeichen nicht benutzen. Kannst du aber auch mit Werbung weghaben und dann ist es für immer weg. Aber was macht er eigentlich hauptsächlich auf dem Kanal? Man hat jetzt nur Minecraft und Among Us gesehen. Aber noch nichts anderes. Ich habe ein bisschen rumrecherchiert. Wie das anhört, voll so. Bisschen hacken. So. Und habe was herausgefunden. Er hat auf seinem letzten Video erzählt, dass er, egal welche Videos macht so eine Art, also Let's Plays, gerade hauptsächlich, aber wenn einer schreibt, yo, diesen Emulator spielt, wollen wir spielen, und dann guckt er mal, wenn er es kann, dann kann das halt. Es könnte auch mal sein, sein Equip, by the way, immer noch ein bisschen niedrig, deswegen weiß man noch nicht, dass er es schafft, das zu kaufen. Weil, wenn man was vorschlägt, wie man weiß, der Emil muss in meine Kamera gehen. Halt. Nein, Spaß, wenn man halt noch nicht groß ist, dann kann man dann nicht jedes Spiel kaufen, wie man hört. Ja, wie man weiß. Und man hört, dass er noch nicht so alt ist, dass er auch noch richtig Geld verdient nebenbei. Kann er ruhig machen. Gut, das war's mit dem Push-Video erstmal. Ich könnte auch. Ich kann das auch so machen. Ich gucke einfach auf YouTube. Kleine YouTuber, gucke mir die Kanäle an. Mit euch auf dem Video. Denn das gab's auch schon mal als Format. Das ist eigentlich das gleiche. Das war mein erstes Video. Da habe ich 3 YouTuber in ein Video gepusht. Dann war das ein bisschen kleiner so. Das könnte ich auch machen. Aber wenn ich wirklich ein richtig ein Video mit einem YouTuber machen möchte,
dann mache ich es ein bisschen länger dann, und irgendwie aufregender, sag ich mal. Und ja, dann, ja. Aber wenn mir der Kandidat gefällt, dann werde ich das eher nicht machen. War seine Spiele, man glaubt, ich mag die Spiele erstens. Ich finde nur eins nicht toll, die Smileys in Videos. Das ist irgendwie so ein bisschen abgehoben, aber der hat ja nur einmal das gemacht. Und ich finde sonst so, wie sein Titel geschrieben ist, eigentlich ganz okay. Und ja, und die Spiele an sich, ja, habe ich, glaube ich, habe das schon gerade am Anfang halt gesagt, mag ich. Ja, Among Us spiele ich auch zwischendurch mal mit Freunden. Früher habe ich das auch aktiv alleine gespielt, jetzt mittlerweile nicht mehr so. Minecraft spiele ich mittlerweile auch mal öfters, habe ich zeitlang nicht mehr gespielt, weil ich das früher richtig viel gespielt habe. Am Anfang des Jahres habe ich das wieder angefangen, aber mittlerweile habe ich auch wieder aufgehört, aber vielleicht kommt wieder irgendwas. Also jetzt nicht auf meinem Kanal, vielleicht in meinem Leben so. Vielleicht mache ich auch mal ein Video über Minecraft, aber mal gucken. Habe ich auch mal früher gemacht. Das war's mit dem Video, bis zum nächsten Mal. Euer Roll und 1.